Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit dir heute eine Meditationstechnik teilen, die ich mir eigentlich so gesehen aus vielen verschiedenen Meditationen zusammengeklabustert habe. Und diese Meditation nenne ich die Spiritual Leveling Game. Und zwar geht es bei dieser Meditation darum, deine Gedanken zu stoppen. Das heißt, du setzt dich einfach irgendwo hin auf den Stuhl, so wie ich jetzt, kannst du mit offenen oder geschlossenen Augen machen und du fängst an, deine Gedanken, wenn sie kommen, zu unterbrechen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Gedanke kommt wie, ich müsste ja eigentlich noch meine Tante anrufen, dann passiert Folgendes, du denkst, ich müsste eigentlich, stopp. Und schon stoppst du diesen Gedanken. Und warum ich das Spiritual Leveling Game nenne, ist, stellen wir uns mal vor, wir als Menschen haben einen Erfahrungsbalken für Spiritualität, ja, für Geistigkeit. So, und jetzt mal angenommen, so Menschen, die mit Spiritualität gar nichts am Hut haben, die haben einen Erfahrungsbalken, ja, und dieser Erfahrungsbalken, der ist halt wirklich am unteren Ende. So, und sie werden sich auch nicht damit beschäftigen. Und deswegen wird er niemals ansteigen, ja. Zum Beispiel Erfahrungsbalken, dann irgendwann kommst du ins Bewusstsein, dann kommst du irgendwann mal vielleicht in die Erleuchtung oder, ne, so. Und diese Menschen, die befassen sich mit Spiritualität nicht und ihr Balken, ihr Erfahrungsbalken wächst nie an. Und ich finde es schön und als Motivation, wenn ich mich hinsetze und anfange, meine Gedanken zu stoppen, dass es bei jedem gestoppten Gedanken, ich eigentlich an Erfahrung dazu gewinne, weil ich, wenn man das weiter praktiziert, dann passiert es, dass immer längere Phasen von Nicht-Gedanken kommen. Das heißt, Phasen, wo du gedankenlos bist. Und in diesen gedankenlosen Phasen bist du ja bewusst, du bist voll da. Und somit wächst immer dein Erfahrungsbalken immer mehr und mehr und mehr an. Ja, und so kommst du auch voran in der Spiritualität oder in deiner geistigen Arbeit. Denn im Grunde sind wir ja alles Bewusstsein und müssen uns bewusst werden. Und dadurch, dass wir unsere Gedanken stoppen, kommen wir immer mehr ins Bewusstsein, ja, sich bewusst werden über das Bewusstsein und dadurch haben wir immer tollere Erfahrungen im Leben. Und ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich mir als Hilfe einen, ja, visuellen Gegenstand hergestellt habe. Bei mir ist das ein Säbel und dieser Säbel hat so eine blaue Flamme, ja, eine hellblaue Flamme und der hat so einen Knauf und auf diesem Knauf sind so blaue Diamanten und die strahlen auch und ja, so ein schwarzes Lederband am Griff. Und immer wenn ein Gedanke kam, habe ich diesen Gedanken mit diesem Schwert durchtrennt und dann war da auch so wie so ein blauer Schlitz visuell vor meinen Augen. Und dann habe ich diesen Gedanken unterbrochen. Und das habe ich jedes Mal gemacht, wenn ein Gedanke kam. Und am Anfang, wenn du mit dieser Meditation beginnst, dann ist es so, dass du sehr viele Gedanken denkst und du wirst sehr viele Gedanken stoppen müssen. Wenn du das aber weiter praktizierst, ja, ich spreche hier von 2, 3 Wochen, wo du das 5 Minuten täglich machst, dann wirst du immer öfters in Phasen kommen, wo du keine Gedanken hast. Ja? Erst sind es 5 Sekunden, dann sind es mal 10 Sekunden, dann sind es mal 20 Sekunden. Ich habe mal eine Zeit lang mit dem Handy die Zeiten gestoppt. Ich kann das jetzt aber nicht empfehlen. Ich erkläre auch gleich warum, aber ich möchte nur sagen, mit dem Handy habe ich mal gestoppt und das Höchste, was ich hatte, waren 32 Sekunden. Ich habe auch schon länger Gedankenlosigkeit erfahren, jedoch habe ich die Zeit dann nicht gestoppt. Und zwar das Problem mit dem Zeitstoppen ist, warum ich es nicht empfehlen kann, irgendwann denkst du daran, dass du die Zeit stoppst, weil du merkst, oh, diesmal ist es wirklich gut, ich denke schon lange nicht mehr und schon ist ja der Gedanke da. So, schon ist ja der Gedanke da, dass du drüber nachdenkst, dass du schon lange nicht mehr gedacht hast. Und das liegt nur daran, dass du weißt, dass du deine Zeit stoppst. Deswegen kann ich das nicht empfehlen. Wenn du diese Meditationstechnik ausführst, dann wirst du auch sehr viel Energie einsparen.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der Mensch bis zu 65.000 Gedanken denkt am Tag. Ja, natürlich, die meisten sind unbewusst, die bekommst du gar nicht bewusst mit. Und mit Gedanken sind auch visuelle Bilder gemeint. Aber über 3.000 von diesen Gedanken denkst du oder hast du visuell als Bild bewusst. Und das ist echt verdammt viel, ja? In 24 Stunden 3.000 und davon schlafen wir auch noch 8. Also in 16 Stunden 3.000 Gedanken gedacht oder visuell sich vorgestellt, ist ein Haufen Holz. Und wenn du schaffst, am Tag einfach mal 10 Minuten dich hinzusetzen und diese Gedanken zu stoppen, dann stoppst du eine Menge Gedanken. Und das ist eine Menge mentale Energie, die du speist, die du speicherst, ja? Die du für dich behältst. Und das führt dazu, dass du viel mehr Energie über den Tag hast, du bist viel elanvoller, viel motivierter für die Arbeiten, die du zu verrichten hast. Und allgemein hast du ein viel besseres Gefühl, weil du ja was für dich getan hast und für deinen spirituellen Erfahrungswalten. Und bei mir ist es so, wenn ich das wirklich intensiv mache, wenn ich eine Phase habe, wo ich viel meditiere, wo ich diese Technik oft anwende und viel, dann merke ich das im Tagesgeschehen, dass ich viel bewusster bin, dass ich meine Umwelt viel bewusster wahrnehme, dass ich, wenn ich zum Beispiel irgendwo am Essen oder am Essenstisch zu Hause sitze und mich mit meiner Familie zusammen esse und mich mit meiner Frau oder mit anderen Personen unterhalte, dass ich ihnen sehr gut zuhören kann. Ich kann praktisch zu den Wörtern, die Mimik in ihrem Gesicht sehen. Ich kann die Gefühle, die sie haben, praktisch spüren, ja. Ich bekomme auch mit, was außenrum passiert und innerlich habe ich ein ganz wohles Gefühl im Magen- und Brustbereich und das ist dann ja praktisch ein Gefühl von ja im Sein zu sein, ja. Das ist wie so, dass man im Hier und Jetzt wirklich komplett ist. Und in diesen Momenten, wo ich dann diese Empfindung habe oder diese Erfahrung mache, da habe ich auch keine Gedanken an Zukunft oder Vergangenheit, ja. Das kommt mal vor, wo ich in dieser Phase bin, wo ich denke, oh krass, das ist echt krass, was ich gerade erlebe. Und dann ist man mal kurz draußen, aber man kommt sofort wieder rein und beobachtet weiterhin nur. Man nimmt nur bewusst wahr, was passiert. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich dann keine Lust habe, groß was zu sagen, ja, wenn ich mich mit jemand unterhalte, dann empfinde ich nicht wirklich viel, dem Gegenüber was zu erzählen, sondern ich bin so geflasht davon, dass ich alles so bewusst wahrnehmen kann. Und ja, das ist so im Seinszustand zu verweilen. Und das habe ich erst, seitdem ich mit dieser Meditationstechnik praktiziere, diese Meditationstechnik praktiziere. Da habe ich das immer öfters. Und auch über den Alltag fühlt man sich viel wohler. Ja, man ist, ja, man versteht auch sehr viel, wenn man Zustände hat, wo man keine Gedanken hat, dann kommen intuitiv Gedanken. Das sind nicht Gedanken, die dein Hirn denkt oder dein Verstand, sondern das sind intuitive Gedanken, die kriegst du eingespeist. Und die sind sehr raffiniert und schlau. Und also wenn man dann mit der Meditation vorbei ist, denkt man sich, also denke ich mir auch oft, also ich hätte das, so einen Gedanken hätte ich nie zustande bekommen mit meinem Hirn. Aber das kommt irgendwie von einer anderen Ebene des Seins, ja. Und das sind sehr schlaue Gedanken. Und das alles führt dazu, dass man ein unglaubliches Bewusstsein im Alltag entwickelt und das macht halt auch einfach Spaß, ja, man ist viel wacher. Man nimmt viel mehr am Leben teil, man hat viel mehr Spaß am Leben. Das Gefühl von innen heraus ist auch so angenehm, so super angenehm, das ist einfach, da hat man keine Sorgen. Also, ich habe dann, wenn ich in solchen Phasen bin und die kommen immer öfters. Umso mehr man sich mit Spiritualität beschäftigt, ich meine, ich mache das jetzt 6 Jahre fast, und umso länger oder umso mehr man sich jetzt in der Zeit damit beschäftigt hat, mit Spiritualität, geistiger Arbeit und an sich selbst auch arbeitet, passiert es immer häufiger. Und jetzt in letzter Zeit merke ich,
so in dem letzten Jahr, dass es wirklich zugenommen hat. Es hat wirklich zugenommen und es ist unglaublich schön, diese Zustände zu haben, und eigentlich das gesamte Leben hat sich qualitativ um einiges verbessert, ja. Es macht einfach viel mehr Spaß, und diese schlechten Phasen im Leben, die jeder mal hat, ja, die ich auch hatte, die gibt es nicht mehr. Also es gibt nichts mehr Schlechtes für mich. Es ist alles einfach nur noch schön und gut. Und noch besser ist es, wenn ich in einem Seinszustand bin. Da fühle ich mich so frei, weil man ist ja nur in diesem einen Moment. Es kommt keine Zukunft, oder die Vergangenheit ist auch nicht präsent. Man ist nur in diesem einen Moment, und das ist so eine unglaubliche Freiheit, weil du weißt, dir kann eigentlich nichts passieren, weil es passiert einfach etwas. Aber du bestimmst es ja nicht, was passiert. Also du nimmst das Leben ja einfach nur so wahr, wie es ist, ohne es zu beurteilen. Das ist auch ein krasser Punkt, dieses nicht mehr beurteilen. Das kommt auch durch diese Meditation, ja. Dadurch, dass man die Gedanken stoppt, hört man irgendwann auf, diese negativen Gedanken zu denken, und das wirkt sich eben auch auf den Alltag aus. Ja, wie gesagt, also wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, dann setzt euch einfach hin. Ja, Augen auf, Augen zu, es ist egal. Und fangt an, eure Gedanken zu stoppen, und macht das einfach mal ein paar Wochen, ja, 10 Minuten am Tag, und ihr werdet selbst merken, wie sich etwas in euch tut. Und ich möchte jetzt nichts über die Zustände während der Meditation sagen, weil da macht ja jeder so seine eigenen Erfahrungen. Aber das sind schon spirituell, würde ich sagen, wirklich hohe Erfahrungen, die man da sammeln kann, weil das eine extreme Form von Meditation ist, ja. Man versetzt sich sozusagen in einen dissoziativen Zustand. Dieser dissoziative Zustand, der wird in vielen meditativen Praktiken auch beschrieben, ja, im Buddhismus, in der Bibel. Ja, die Bibel ist ja auch eigentlich eine Lebensweise, und es ist eigentlich eine Philosophie, die da drin ist, und keine Biografie über Jesus oder Noah. Es sind eigentlich fiktive Personen. Da drin ist eine Philosophie, und da ist auch die Dissoziation, oder ich weiß nicht, welche Meditationstechniken es noch alles gibt, ja, aber dieser Zustand wird in vielen Meditationen beschrieben, und diesen Zustand erreicht man aber erst, wenn man wirklich etwas fortgeschrittener ist. Und mit dieser Technik erreichst du den halt in 1, 2 Wochen, ja, weil du lernst und wirst immer besser, deine Gedanken zu stoppen. Und sobald du gedankenlos bist, ja, über einen gewissen Zeitraum, verfällst du in diesen dissoziativen Zustand, und dann passieren diese Erkenntnisse, diese Erkenntnismomente, ja, das, was ich sagte, mit diesen intuitiven Gedanken, die dann kommen, die super schlau sind und voll die Erkenntnisse bringen. Oder aber du merkst richtig, wie dein Geist sich ausdehnt, ja, dein Bewusstsein dehnt sich aus über den ganzen Raum und solche Geschichten. Oder was ich auch mal hatte, ist, dass ich eben diese Meditationstechnik auf dem Balkon ausgeübt habe. Und ich habe mir dann ein Objekt angeschaut und habe das fokussiert und habe dabei meine Gedanken gestoppt. Und so nach keine Ahnung wie vielen Minuten war ich dann in einem guten Zustand. Ich war aber auch schon geübt, und ich war in einem guten Zustand, wo ich dann schon länger nicht mehr ein Gedanken hatte oder ein Bild vor Augen. Und ich war so mit den Augen auch auf dieses Objekt fokussiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass alles drumherum verschwommen war, richtig verschwommen. Das ist okay, das kennt jeder mit dem Verschwommenen. Und theoretisch war ich auch aus dieser Meditation, also aus diesem Gedankenstopp draußen, denn in dem Moment hatte ich ja angefangen zu denken, aber ich war schon so lang in diesem gedankenlosen Zustand, dass ich irgendwie so viel Energie angesammelt habe, dass ich plötzlich dieses Verschwommene bewusst klar machen konnte. Und ich habe meinen kompletten Blickfeld habe ich glasklar gesehen, super scharf. Ich konnte alles gleichzeitig mir anschauen, ja. Ich konnte ein Haus sehen, ich konnte das Objekt
Das war ein Gartenhaus, das ich mir da fokussiert hatte. Das konnte ich sehen. Ich konnte den Wald hinten rechts sehen. Also ich konnte wirklich hier, 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 hier alles gleichzeitig sehen und super scharf. Und dann hatte ich ja Erkenntnis oder das Gefühl oder diese Einsicht, ja, Einsicht ist das beste Wort vielleicht, dass das visuelle Bild war plötzlich eins. Also es war nicht mehr, dass ich verschiedene Objekte sehe, sondern diese verschiedenen Objekte war einfach ein gesamtes Objekt. Und das war eine Einsicht für mich, die mich sehr geprägt hat, weil dadurch habe ich auch visuell verstanden, was ja, das Bewusstsein bedeutet, weil wir sind ja alle eins. Und wir geben allem einen Namen, ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt mit meinem Handy auf. Das ist ein Stuhl, das ist ein Tisch, ja, das sind Kopfhörer und alles geben wir irgendwie so einen Namen und machen daraus ein Objekt. Und im Grunde ist es das aber gar nicht, sondern es ist alles eins. Ja. Und diese Einsicht war eine Mega-Erfahrung und hat mich auch in meinem Verständnis für das Sein oder für einen Erleuchtungszustand, ja. Hat mir das gut erklärt, ja. Nicht, dass ich einen Erleuchtungszustand hatte, ja. Hatte sowas auch jetzt noch nicht, aber diesen Erleuchtungszustand, wie man jetzt von Buddhisten kennt, die jahrzehntelang meditieren, natürlich hatte ich das nicht. Aber es hat mir das erklärt, wo die Reise hingeht, ja. Und das war sehr schön, weil wenn ich überlege, als ich angefangen habe mit Spiritualität, da hatte ich noch gar keinen Schimmer, um was es da geht. Und ja, das war eine sehr prägende Erfahrung. Und diese Erfahrung schreibe ich dieser Meditation zu, weil die ist einfach super stark. Ja, das ist ja nur daraus entstanden. Ich habe so viel Energie gespart, indem ich keine Gedanken gedacht habe, dass dann so ein Schub kam, dass dann so ein spiritueller Schub kam, wo ich einfach eine Einsicht bekommen habe. Und wenn ihr das auch möchtet, dann fangt einfach an. Ja? Und berichtet auch davon, wenn ihr das jetzt übt und ihr schaut in 4, 5, 6 Wochen nochmal zurück auf meinen Kanal oder auf dieses Video, dann berichtet doch mal, was ihr erfahren habt. Oder vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit solchen Meditationen, ja? Berichtet es in den Kommentaren, denn nicht nur du schaust dieses Video oder ich stelle das Video her und es schauen auch viele Menschen und viele Menschen haben vielleicht noch gar nicht begonnen. Und ja, das ist so der Anreiz auch meines Kanals, den Menschen so ein bisschen Spiritualität näher zu bringen, weil es bringt einfach jedem was. Ja? Wenn du Erwachter bist und der Nächste erwacht, also Erwachte ist, nicht erwacht im ganzheitlichen Sinne, sondern einfach ein bisschen wacher. Ja? Hier unser Erfahrungsbalken, ja? Dass der ein bisschen höher geht. Dass wir ein bisschen bewusster werden und besser miteinander umgehen und überhaupt mal verstehen, ja, warum sind wir denn überhaupt auf der Erde? Was ist der Sinn des Lebens? Ich werde jetzt den Sinn des Lebens nicht erklären, ich habe ihn aber für mich gefunden. Und das sind also Sachen, die kann man halt herausfinden. Und dazu benötigt es nicht viel. Setz dich einfach 5 Minuten oder 10 Minuten hin, fang an, einen Gedanken zu stoppen und dann erfahre selbst, was dabei passiert. Und warum ich diese Meditationstechnik halt auch für mich persönlich die beste finde, weil sie so einfach ist, ja, und ohne, also bei der normalen Meditation setzt man sich hin und versucht seine Gedanken zu beobachten. Und um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, seine Gedanken zu beobachten, das dauert wirklich lange, bis man anfängt, seine Gedanken zu beobachten. Und ich spreche hier wirklich von Wochen bis Monate, bis man anfängt, seine Gedanken zu beobachten. Und mit der Meditationstechnik, die ich euch heute vorstelle, ihr könnt sofort anfangen. Und da müsst ihr nicht Wochen oder Monate warten, bis ihr sozusagen erste Ergebnisse habt. Ihr spart erstens mal unglaublich viel Energie und zweitens, ihr stoppt den Gedanken und ich sage euch, es war bei mir so, nach einer Woche mit dieser Übung habe ich schon, keine Ahnung, bestimmt 4, 5 Sekunden, und das hört sich jetzt wenig an, aber 4, 5 Sekunden keine Gedanken mehr gedacht. Und das mehrmals in der Meditation. Das ist aber ein Haufen Holz. Versucht mal einfach keine Gedanken zu haben.
Ihr werdet merken, dass ihr nach 2, 3 Sekunden schon wieder einen Gedanken habt. Und mal wirklich 5 Sekunden am Stück keinen Gedanken zu haben, sondern klar zu sein, bewusst zu sein, einfach nur wahrzunehmen. Das ist schon ein Riesenunterschied, ja. Und es ist halt einfach super einfach. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video wirklich dem einen oder anderen was bringt und dass er damit anfängt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dazu auch was zu berichten habt. Und ja, ich hoffe allgemein, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Und ja, abonniert den Kanal, drückt Like und die Glocke und teilt das Video mit euren Freunden, weil ihr wollt ja auch, dass eure Freunde sich entwickeln oder eure Verwandte, Familie, eure Liebsten. Deswegen teilt das Video auch gerne und mir hilft es ja auch, damit ich mehr Reichweite bekomme. Und ja, dann sage ich mal, ciao.